Sehr gut, ja. Es geht weiter mit Monkey Island. Ich werde bekloppt, ich raste komplett aus. Ich weiß nicht, wie viele Weihnachten ich das hier schon versprochen hatte. Ich weiß auch gar nicht, weil ich den letzten, also den dritten Teil gespielt habe. Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Aber es ist schon auf jeden Fall ein Weilchen her, weil ich jedes Mal angekündigt habe, ja, zu Weihnachten. Da geht das aber los. Adventure. Große Adventure-Tour. Ja, das ist natürlich nie was geworden. Weil ich mich dann nicht aufraffen konnte oder irgendwas war immer. Einmal so eine Ausrede findet man ja immer. Und jetzt habe ich mir aber gedacht, ey, jetzt musst du das endlich mal spielen, den vierten Teil. Und dann würde mir eigentlich nur dieses ja, DLC-Komplott irgendwie anstehen. Tales auf Monkey Island. Das wäre jetzt noch das nächste, was dann noch fehlen würde. Aber dann wäre ich tatsächlich mit der kompletten Reihe durch. Wäre eigentlich ein cooler Ansatz eigentlich, ne? Ja, vierter Teil ist irgendwie alles so ein bisschen komisch, irgendwie ist alles in 3D jetzt auf einmal und wird mit der Tastatur gespielt oder eben halt mit dem Gamepad oder irgendwas. Das ist, wird ein bisschen hakelig, also es ist nicht mehr dieses Point-and-Click irgendwie, sondern es ist eben halt, du musst mit, keine Ahnung, als 3D-Figur, ich muss mal gerade gucken, als 3D-Figur durch die Gegend gehen und das ist so ein bisschen das, was... Ich glaube, das Spiel auch schlechter gemacht hat, als es eigentlich war, vielleicht. Aber mal gut. Wir gucken mal. Ich habe mir da schon ein bisschen vorbereitet. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist mir das nächste Problem. Dass das Spiel so alt war, dass es gar nicht so leicht war, unter Windows 10 zum Laufen zu bringen. Ich musste tatsächlich einen Monitor deaktivieren. Weil es geht nur, wenn ich maximal zwei Monitore an habe. Sonst geht das Spiel nicht zum Laufen. Das ist unglaublich. Muss man auch erstmal rauskriegen. Hat mir auch noch ein bisschen Zeit gekostet. So, ich starte mal einfach das Spiel. Dann habe ich ja hier soweit alles vorbereitet. Hoffentlich. So, dann muss ich es so machen, ne? Jetzt muss es passen. Oh, ich muss mal hier die Musik. Na, ja, das klappt noch nicht. So, da Musik aus, da rein Spiel. So, haben wir es dann. Persönliches Logbuch von Guybrush Threepwood. Manchmal, wenn alles ganz still ist, höre ich immer noch die Affen. Ich habe das Gefühl, dass eine Ewigkeit vergangen ist, seit ich am Strand von Mealy Island angespült wurde. Ich hatte damals nur einen dämlichen Namen und den Wunsch, ein gefürchteter Pirat zu werden. Ich möchte ein Pirat sein. Wer hätte gedacht, dass ich auf meiner bescheidenen Suche nach Ruhm dem schrecklichen LeChuck, dem übelsten Halunken der sieben Meere, in die Suppe spucken würde? Ja! Yeah. Yeah. Und wer hätte geahnt, dass ich im Kampf gegen LeChuck meine große Liebe treffen würde? Elaine Marley, Gouverneurin von Mealy Island. Oder dass ich mich immer wieder nach Monkey Island wagen würde, nur um Elaine zu imponieren. Der zweitgrößte Affenkopf, den ich je sah. Oder dass ich der Plage LeChuck ein Ende setzen und ihn unter einem Eisberg begraben würde. Weiß ich schon gar nicht mehr. Bestimmt nicht, so viel ist sicher. Damals war nur mein Verstand noch stumpfer als mein Schwert. Und heute, sieh mich an. Ich bin mit der bezauberndsten Gouverneurin der Karibik verheiratet und die Menschen des Archipels zittern vor mir. Im Moment kehren meine Plündermaus und ich nach Mealy Island zurück. Wir hatten die wohl atemberaubendsten Flitterwochen in der Geschichte der... Guybrush!
Ja, Schatz. Guybrush, hör auf zu träumen und mach dich nützlich. Was man jetzt schon direkt merkt, irgendwie diese 3D-Grafik ist schlechter gealtert als diese 2D-Grafik aus dem ersten Teil, selbst die Pixel-Grafik. Bisschen laut, ne? Entstehen hier? Bisschen leiser kann sein, ne? So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie das mit der Steuerung funktioniert hier. Dort drüben kämpft ein gegnerischer Pirat. Die Musik ist ein bisschen... Platulenz! Okay, denn so... Ah, okay. Es ist voller glühender Kohlen. Okay, die Kohlen kann ich wahrscheinlich nutzen, um hier irgendwas zu schmelzen, anscheinend. Ich glaube nicht, dass jemand die Kanone wieder aufgeladen hat. Jetzt muss ich mich mal ein bisschen chillig hinsetzen. Die Steuerung war so kacke, habe es nicht weitergespielt, war so traurig. Der dritte Teil ist auch einfach mega zeitlos. Ja, oder auch. Die hätten das ja im Prinzip auch so ein Remake machen können, ne? Wie bei den ersten zwei Teilen. Die sind Weltklasse geworden, ne? Ihr Schiff ist größer als unseres, diese Rüpel. Die Kanone ist feuerbereit, wenn ich das Ding doch nur abfeuern könnte. Da muss ich die Kuhle da rüberschießen und deren Schiff wahrscheinlich. Ah, okay. Das ist die vergitterte Tür zum Lagerraum des Schiffs. Ach, der Feind. Dort drüben kämpft ein gegnerischer Pirat. Ich weiß auch gar nicht, ob ich ein Inventar habe oder irgendwie so. Gibt's sowas? Weiß es gar nicht. Aber was könnte ich jetzt machen? Also ich könnte ja irgendwas muss ich mit den Kohlen machen. Ich muss ja irgendwie an die Kohlen rankommen, ne? Da muss ich wahrscheinlich, ich meine mich auch zu erinnern, aber da bin ich mir nicht sicher, dass er das dann irgendwie so fußballmäßig irgendwie jongliert und da einmal auf die Kanone rüberschießt. Betrachte. Es ist voller glühender Kohlen. Betrachte Feinde. Ich habe jetzt keine anderen Möglichkeiten, aber das kann sein, dass ich mit der Steuerung auch noch gar nicht... Ach, die Kanone. Ich glaube nicht, dass jemand die Kanone wieder aufgeladen hat. Okay, also die Kanone brauche ich nicht. Also ich habe die zwei Sachen. Ich habe einmal die Kohlen und ich habe einmal die... So, jetzt muss ich nur gucken. Jetzt weiß ich nicht. Bin ich mir selber nicht sicher, ob ich... Das kommt drin. Okay. Was haben wir denn hier? Nummer auf, Bild ab. Gut, passt. Schauen. Nummer 5. L-E. Verwenden oder sprechen. Was? Nehmen? Ach du Kacke. Jetzt verstehe ich, was die... Oh boy. Laufen. Nummer Enter. Bild aufhaben. Aber kann sein, dass ich das noch irgendwie ein bisschen umbinden muss. So einfügen soll man... Leer. Nichts. Gar nichts. Okay, das ist mein Inventar. Und mit U... Warum auch immer? Ich habe Wichtigeres zu tun, als im Lagerraum herumzuhängen. Genau. Es ist voller glühender Kohlen. Dort auf dem Deck köchelt ein Haufen glühender Kohlen vor sich hin. Bin ich froh, dass wir ein Schiff mit feuerfestem Deckholz haben. Vielleicht sollte ich welche aufnehmen, wenn ich etwas damit anfangen will. Ah, jetzt muss ich irgendwie kombinieren. Ach du Scheiße. Ja gut, da muss ich mir jetzt tatsächlich erstmal reinfuchsen. G-Wiz-Faktor ändern? Was ist der G-Wiz-Faktor? Was ist der G-Wiz-Faktor? Noch nie gehört.
Gamepad Joystick. Ja, findest du das echt geil, wenn ich das mit dem Gamepad spiele, jetzt mal ganz ehrlich. Dann habe ich alle Sachen auf dem Gamepad. Das ist vielleicht gar nicht so scheiße. Das kann sein. Moment. Schauen, verwenden. Ich muss ja was zum Verwenden. Bam, 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 bam. Sprechen, verwenden. Also mit U nehmen. P. Oder Nummer plus. Ja, das ist auf der Tastatur. Ja. Genau. Ja, daran kann ich mich erinnern. Irgendwie noch. Ich habe es aber nie gespielt. Monte hat das mal gespielt. Rotlinie, Kanone. Ah, muss ich schneller sein, okay. Das hebe ich nicht auf. Die sind zu unhandlich, um sie mit meinen Füßen zu bewegen. Und den nimmt er? Muss ein bisschen schneller sein. Erstes Rätsel gelöst. Ja, erstmal muss ich alleine machen, natürlich. Mein kleiner Prinz. Könntest du mich vorher losbinden? Übrigens, Gerd muss ich mich noch bedanken, der hat ja vorhin schon reingesappt. Auf Stufe 2 abonniert hat, war das freiwillig? Vielen Dank dafür, falls Michi noch da ist. Vielen Dank. Ist er durchgesehen? Achso. Land ja, das kann der eben noch. Sicht. Wie ich diesen stinkenden Piraten über die Reling befördert habe, das nenne ich Piratenleben. Ich hoffe, die loyalen Bürger von Mili schlagen sich nicht die Köpfe ein. Ich meine, weißt du, dieses Gedränge an den Docks nur meinetwegen. Unsere Rückkehr könnte gefährlich werden. Sorge dafür, dass die da oben bleibt. Und dann die Sache mit dem rostigen Malspeaker. Ich habe dem Kerl 1 bis 2 Lektionen in Sachen Deckstühle erteilt. Wow. Ich hab's. Gouverneur einer mich anbetenden, aber naiven Gesellschaft zu sein, ist manchmal ziemlich anstrengend. Ich wäre schon froh, wenn ich im Monat einige Sekunden für mich hätte. Ich finde, wir sind ein perfektes Team. Wie wir miteinander sprechen, zusammenarbeiten, wie wir jede Bewegung des anderen voraussehen. Es gibt nichts, was wir beide nicht schaffen könnten. Gut, gehen wir. Bringen wir mal das Spektakel da draußen hinter uns. Wieso ist hier niemand? Vielleicht sind heute alle früh ins Bett. Wo ist das Empfangskomitee? Die Fahnen? Wo sind die jubelnden Massen? Liebling, was hat das zu bedeuten? Dass wir noch 3 Monate flittern können. Nein, mein Einfallspinsel. Irgendwas ist hier, während wir weg waren, mächtig schiefgelaufen. Anders ist das nicht zu erklären. Was ist das? Hey, da ist Timmy der Affe. Wie geht's, alter Junge? Sehr gut! Oh, wie gut! Etwas sagen. Was ist los, das gefällt mir jetzt schon. Timmy, stimmt irgendwas nicht? Freikrox in der Skamba? Ist der Skorbut ausgebrochen? Du hast beim Bingo 80 Mäuse gewonnen und sie beim Bananenwettessen wieder verloren? Es gibt Ärger in der Gouverneursvilla? Nichts wehen! Timmy, der Affe! Oh, das passt ja gut. Mal sehen. 22, 3,7, minus 6. Feuer! Darf ich fragen, was das werden soll? Wonach sieht's denn aus, Spatzenhirn? Ich reiße die Gouverneursvilla ab. Das geht nicht ohne ausdrückliche Genehmigung des Gouverneurs. Ah, genau.
Die Gouverneurin ist tot, Ma'am. Tot? Man sagt, die Ehe hat sie umgebracht. Aber ich bin die Gouverneurin. Sehe ich vielleicht tot aus? Nein, Ma'am. Dann pack deine Sachen und verschwinde von hier. Sofort! Ja. Tut mir leid, Ma'am, aber ich habe einen Auftrag. Ich bin autorisiert, Ihr Haus mit diesem Katapult abzureißen. Irgendwas stinkt hier gewaltig. Stimmt, aber der Gestank verschwindet normalerweise mit der Flut. Ich habe einen Außer Plan. Bei Sonnenfinsternis. Guybrush? Ja, Liebes? Ich lasse mir im Rathaus bestätigen, dass ich wieder am Leben bin. Als was? Als blutrünstiger Zombie? In der Zwischenzeit musst du zwei Dinge für mich erledigen. Ich soll dir den Rücken kraulen und die Zehen massieren. Später vielleicht. Zuerst möchte ich, dass du diesem Irrsinn hier ein Ende setzt. Irrsinn beenden. Verstanden. Danach segelst du nach Look Ryland. Sprich dort mit den Anwälten meines Großvaters. Vielleicht wissen sie, was man gegen die Herren im Rathaus unternehmen kann. Oh, aber ich hasse Anwälte. Nicht so sehr, wie sie dich hassen, Liebling. Okay. Gut. Ich muss mich jetzt wiederbeleben lassen. Mach's gut, Schatz. Und vergiss nicht, halte das Katapult auf und segle nach Look Ryland. Klingt, als wären die Flitterwochen vorbei. Vor ihrem Tod war sie wesentlich handzahmer. Okay, so, warte mal. Ich muss einmal ich will mal gucken, ob ich das mit dem Controller hier machen kann. Das ist nämlich geil. Also ich muss sagen, Felix, dass die alten Monkey Islands sich besser gehalten haben. Die noch mit 2D-Optik waren oder der dritte Teil mit seiner Zeichenoptik. Ne? Mit diesem 3D merkst du sofort, da fehlt irgendwie was. So, Bild 1. Wieso steht Bild 1? Egal. Was nenne ich das denn heute? Keine Ahnung. 2021. 1. Keine Ahnung. So, ich will jetzt mal gucken. Das kann nämlich schief gehen. Wenn ich jetzt nämlich das Gamepad anschließe, ich hoffe, das wäre der Knaller. Wenn er sofort erkennt, wäre gut, aber die Hoffnung habe ich nicht. Wo ist denn mein USB? Gucken. Steck mir jetzt mal rein. Kann sein, dass das Spiel jetzt abstürzt. Nee. Gamepad aktivieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt so einfach out of the box funktioniert hier. Natürlich nicht. Optionen. Ja, wie kriege ich das Gamepad da zum Laufen? Ich muss sagen, heute ist das Mikrofon wieder sehr laut, oder? Kommt mir jetzt mir so vor. Ich meine, ich hatte auch vorhin geklippt. Oh nein, das ist Sabine. Sabine lebt noch. Ich dachte, Sabine, das Problem hätten wir gelöst. Von den Toten auferstanden. Na gut, trotzdem herzlich willkommen. Sound ist super. Okay, und dann ist alles gut. Es sah nur so aus, als würde das zwischendurch klippen in OBS. Okay, ich muss jetzt nur gucken, wie ich das Gamepad... Ach hier, guck mal, das deaktiviert. Moment, vielleicht geht das so. Figurabhängig. Aha. Ich weiß nicht, wie ich jetzt hier das Gamepad zum Laufen kriege, ehrlich gesagt. Das wäre, glaube ich, schon deutlich angenehmer. Ich muss mal eben gerade das Spiel neu starten. Vielleicht klappt das dann. Zurück zum Hauptmenü. Oder vielleicht geht das da auch. Hauptmenü, ne, drin, bla bla bla. Machen wir einmal beenden, ja. Dann starte ich das Spiel einmal neu.